Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer nagelneuen Folge von Runes of Magic. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, ich muss. Ah, die Flasche war das. So. Nicht, dass sie auf den Tisch umkippt oder so. Wir müssen mit Endo reden. Und zwar den Kompass zurückholen als verfügbare Quest. Goblins stehlen gerne Dinge, aber sie würden nur jene angreifen, die dicht an ihrem Lager vorbeikommen. Ich höre hier zum ersten Mal, dass jemand bis ins Jadetal gefolgt ist. Ich kann nicht glauben, dass sie dazu in der Lage sind. Es sei denn, jemand anderes hat die Kontrolle über sie. Sollten denn wirklich so sein, dann fürchte ich, die Körper und Seelen dieser Goblins sind unrein. Geht zurück in die Krawallmine, wo ihr den Kompass verloren habt. Verbrennt mit Hilfe von Reinigtöl den Leichen der Goblins. Okay. Dann machen wir das so schnell. Einmal schnell die Goblin-Mine mal. Moment. Nein. Die Krawallmine war das, ne? Geht in die Krawallmine, genau. Ich wollte mich nochmal absichern. Da lang. Okay, dann wollen wir mal schnell die Krawallmine und da noch ein bisschen aufräumen. Da müssen wir halt öfter rein. Ist nun mal einfach so. Aber das macht ja gar keinen Unterschied. Ob wir denn jetzt früher oder später da ins neue Gebiet gehen. Also wir haben ja die erste Quest schon mal dafür. Ja, aber gestern und vorgestern die Folge, also es hat echt Spaß gemacht, mit den Leuten zusammen zu zocken. Und vor allem auch hier Chester zu hauen und dann hier den verrückten Ant umzuklatschen oder umklatschen zu lassen und so. Alle Sachen, die man im Laufe des Spiels, also man muss es nicht machen, aber man kann es machen, erreichen kann. Das natürlich die Instanzen clearen. War auch einfach sehr lustig. Da merkt man einfach, dass manche Klassen einfach sehr. Oder. Man muss anders sagen. Da merkt man, dass man die zweite oder dritte Klasse vielleicht nicht so liebevoll gelevelt hat wie andere. Finde ich schon mal witzig. Nee. Irgendwo muss man hier auch kommen. Wie vielleicht? Nee. Okay. Dann müssen wir noch ein Stückchen weiter hier rüber. Dann müssen wir da wieder bei dem NPC vorbei. Ups. Nein! Steh hier fest! Nein! Du scheiß Schwein! Jetzt muss ich eine Minute überbrücken. Na super. So, liebe Leute, nachdem wir jetzt festgehangen haben, versuchen wir es jetzt von der anderen Seite zu kommen. Also irgendwelche tote Leichen verbrennen in der Krawallmine. Die wollen auch hin. Hier. Ah. So, stirb, stirb, stirb. Du sowieso. Wo ist er denn hin? So, 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 so. Ich glaube, die sind alle tot, ja. So.
Naja, müssen wir 10 Stück von machen. Naja. Nee. Na, sind wir hier suchen. Da brauchen wir eigentlich gar nicht machen oder so. Geht schneller. Geh noch zur Verteidigung ein bisschen hoch, ist auch okay. Oh, doch ein paar viele. Oh, Leute, ich stehe doch in der Form hier, warum haut er nicht zu? Hau doch zu! Hau doch zu! Worauf wartest du? Ah. Den Kompass zurückholen. Erledigt. Easy. Müssen wir noch 9 Leichen verbrennen. Die aber nicht hier drin sind, sondern draußen. Glaub ich zumindest. Nee. Ach komm, lass uns aus der Mine rausgehen. Jetzt raus. Glaube ich. Nein. Hier geht's raus. So. 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 Ich pinkel auf dem Kratzweg. Och Mädels. Na los, kippen wir um. La 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 la. So, hier mal wieder ein. Spawn ich eigentlich neu? Ich hoffe doch mal. Ja, scheiße, ist drauf. Och, Mädels! Ja. Sehr schön. Da ist ein bisschen hin und her laufen. Natürlich ideal. Ja, oder auch nicht.
So, doch, hier vorne ist noch einer. Ui. Vorne auch noch. Legen die sich einfach wieder und pennen. Nein, das ist natürlich nicht tot. Die spielen nur den Tod. Was ist denn hier? Normal. Da ist noch einer. Hey, ja. Brenn, du kleiner Gnom. Goblin. Ist noch einer. Sehr schön, da vorne auch noch. Der war besser. So. Da ist noch einer. Nach dem Krachmacher. Du störst mich doch eh nur beim Ritual. Brenner. So. Also, warte mal, Schluck. Er hat voll den trockenen Hals. So. Einen brauchen wir noch, komm. So, zack. Und der letzte. Ja, schön. Dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Das heißt, wir dürfen wieder zurückreiten zu Enno. Gleich haben wir es geschafft. Ich denke mal, in der nächsten Folge, wenn jetzt nicht noch nur irgendwelche Fantasien kriegt oder so, werden wir dann ins Jystra Hochland gehen. Ja. Ja, irgendwann muss es ja auch mal zu Ende sein. Irgendwann wird auch keine Ideen mehr haben, was man machen kann. So. Ja, aber ansonsten, ja, der Part wird auf jeden Fall hoffentlich nicht so lang wie die letzten. Manchmal waren echt schon 25 bis 30 Minuten. Das war ein bisschen, ey, bisschen lang. Ich wollte es eigentlich so mal so zwischen 15 bis 20 Minuten halten, die Parts. Irgendwo im Zeitraum. Plus, minus halt. Naja. Den Kompass zu holen, abschließen. Die Männer gehörten zu einer Gruppe namens Sohidon. Ich hatte so eine Ahnung, dass das seltsame Verhalten der Goblins ihr Werk war.
Nun, da wir den Kompass wieder haben, können wir weitermachen. Wir brauchen eine spezielle Faser von einer Dämonenranke und Glückstau, der am Altar der Gottheit des Quellwassers in der Nähe von Neumondlager zu finden ist. Hier ist ein Aslan-Schlamm-Kultivierungsbeutel. Nehmt es mit zum Neumondwald. Es ist ein unbekannter Samen von der Dämonenranke zu beschaffen und einzupflanzen. Von der Blume der Dämonenranke benötige ich 10 Stück. Oh. Neumondwald war da. Ich habe schon fast befürchtet, Freunde. Wir dürfen wieder uns mit irgendwelchen Viechern prügeln. Naja. Muss ich irgendwas Bestimmtes machen? Ich habe es gerade erst gelesen. So. Glückstau. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. So, dann wollen wir da mal hin. Alter. Blase des Glückswassers. Was soll denn der sein? Keine Ahnung. Aber naja. Ach, der ist das. Nur dann los. Und dann brauchen wir noch Blumen der Dämonendornranken. Dämonendornranken. Oh. Wird der hier sein? Pflanzen. Keine Ahnung. Irgendwelche okay. Ich habe keinen Plan. Ah, jetzt macht es gerade Klick gemacht. Das heißt, wir müssen hier diese Samen sammeln und gucken, was wir dann kriegen. Ja, das ist klingt einfach, das schaffe ich. Das schaffen wir, das schaffen wir. Das heißt, wir müssen hiervon einige klatschen. Und hoffen, dass sie diese Samen kriegen. Klicken hier auf den Beutel. Okay. Da vorne ist wieder welche. Komm her. Beast. Ah, ne, warte, ich erst. Du willst eher sterben, hab ich gehört.
So. Ja, schön. Nicht jeder hat eine. Na ja, gut. So, dann wollen wir. Doppel ist hier. Droplet steht bei circa 35,0 76,0 ne, 36,0, ups. So. Nee, haben wir nicht. Naja, suchen wir hier noch ein paar von diesen Ranken. Scheint halt keiner da zu sein, ausverkauft. So. Ach ja. Na, wo seid ihr denn? Pflanzi. Ach ja. Okay. Auf sie mit Gebrüll. Miau. So, aber jetzt hier, komm. Ich habe keine Lust mehr auf diese Viecher. Ach, ja. Nicht jeder gibt den. Das ist ärgerlich. Na, na, na. Okay. Was haben wir jetzt? Ich hab nicht da. Fünf. Ist nicht gerade viel. Und es ist gerade auch keine, es sind keine riesen Dämonen, blutrünstige Dämonenranken. Die Quest kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe nur so einen. Okay. Würde ich so sagen, machen wir das. Wir haben jetzt schon wieder ein paar Minuten hinter uns, bevor die Folge wieder in die 40 Minuten geht, 30 Minuten im Bereich. Beende ich den Part an dieser Stelle und zeige euch, was dann passiert, wenn wir die Quest abgeschlossen haben. Also das kann wirklich noch lange dauern. Ihr seht, hier sind kaum Viecher. Und von daher, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.